Schon wieder ein SUV? Das werden sich jetzt einige von Ihnen denken. Denn wir hatten das Glück, SUVs in verschiedensten Varianten und Preisklassen testen zu dürfen. Aber diesen SUV darf man nicht in eine Schublade mit den anderen stecken. Denn der hier ist etwas ganz Besonderes. Somit darf ich euch recht herzlich begrüßen über unseren Review über den neuen Seat Arona in der Excellence-Ausführung. Wie bereits erwähnt, steht unser Arona hier in der Excellence-Ausführung. Das heißt, es ist eine der vier Grundausstattungen, die Seat beim Arona anbietet. Was unterscheidet jetzt dann den Excellence von den anderen Varianten? Der hier hat schon das große Touchscreen mit Navigationsanbindung dabei, Beats Audiosystem. Unter anderem haben wir auch das Schließ- und Startsystem Cassie dabei, also schlüsselloser Zugang und vieles mehr. Beim Design muss man sagen, wie wir es von Seat gewohnt sind, haben sie an Kanten nicht gespart. Der Wagen wirkt dadurch eigentlich durch seine geringe Größe trotzdem extrem bullig. Vor allem auch bei dieser Ausstattung kann man hier verschiedene Dachfarben zu den normalen Grundlackierungen bestellen. Aufgrund des schlechten Wetters und der Sturmwarnung, die heute hier in Österreich herrscht, muss ich mich etwas kurz halten, denn hier draußen wird es echt ungemütlich. Trotzdem wollen wir euch vor allem die technischen Daten von dem Wagen nicht vorenthalten, denn unser Arona hier ist mit dem 1 Liter Dreizylinder ausgestattet mit 115 PS. Generell kann man zwischen 4 Benzinmotoren und einem Dieselmotor wählen. Auch bei der Schaltung hat man eigentlich komplett freie Wahl, denn man kann zwischen einem 5-Gang- und einem 6-Gang-Schaltgetriebe bzw. zwischen einem 7- und DSG wählen. Am Heck ist der Wagen auch sehr schön gestaltet und das schauen wir uns jetzt an. Auch am Heck hat Seat etwas ganz Neues geschaffen. So hat man eine Mischung aus Seat Ibiza und Seat Ateca hier im Heck einfließen lassen. Der Kofferraum ist bei Weitem für diese Größe des Fahrzeugs nicht klein, denn 400 Liter Kofferraumvolumen hat der Wagen so, ohne dass man irgendwie Einsparungen auf der Rückbank vom Platz her machen müsste. Abschließend zu sagen, dass der Arona für 16.000 Euro Startpreis ein echt guter City-SUV ist. Das Einzige, was ich mir wünschen würde, wenn man sich den Wagen nämlich so ausstattet, wie wir ihn hier haben, für 27.000 Euro, würde ich mir bessere Materialien im Innenraum wünschen. Denn außer Hartplastik hier hat man nur mehr Hartplastik und das hat eindeutig Überarbeitungsbedarf. Auf jeden Fall danke an das Auto aus Porsche Graz-Liebenau für die Bereitstellung dieses Wagens und bis zum nächsten Mal.